Wir sehen einfach mal. Der Text ist mit dem Titel betitelt Die Annahme der Akzeptanz. Im Spiegelsaal der Zeit, ich bin noch lang nicht in Versailles und werde es nie sein. Es bleibt zu hoffen, der Ausgang bleibt verborgen, weil verspiegelt, selbstverständlich offen. Ein verzerrtes Spiegelbild zeigt mir in klar verklebten Pixeln einen Dreijährigen. Auf dem Bobbycar, das Telefon und den Bagger lachend griffbereit, Spotlight. Auf dem Spiegel mit dem Titel 9-11 betritt ein Junge die Mauern der Schule, wissbegierig und voller Tatendrang. Die Hochgeschwindigkeitsmaschinerie des Hightech G8 entwickelt ein Allgemeinwissens angereichertes und kindheitsverarmtes Produkt mit einer Bewertung von 1,7 der Stiftung Warentest und verlässt die Prozesskette der Hochschulreifung. Ein Studium schließt sich an und wird abgeschlossen. Ein liebes Mädchen wacht neben mir auf. Ein Job frisst Zeit und füllt den Beutel. Das Tagebuch lagert gut neben dem Terminkalender. Du bist verplant bis Ende Dezember. Die Vergangenheit von gestern ist die Zukunft von heute. Ich stehe und warte auf die Bahn. Der Bahnsteig länger als der Wagen selbst, die Neonröhren grünlich-grell. Bin ich der einzige Mensch unter den Leuten? Steuer, Starkbier, Fastfood, Cola Light, nein. Bio, Rapandura, Rohrohr, Zucker, Raw Chocolate und Wohlfühltee. Der moderne Mensch schreibt im Chatverlauf die eigene Biografie täglich jeden Tag. Und die Doku-Soap ist, verzeiht, Sterbensfahrt. Winter, Jahreswechsel. Täglich Sockentausch, Frühschicht, Spätschicht, jetzt beschäftigt, morgen muss ich wieder raus. Leben, hast du übermorgen für mich Zeit vielleicht? Und wenn, was wollen wir anderes machen? Ich finde den Ausweg nicht. Aus diesem Spiegelsaal der Zeit ist das Spiegelglas matter geworden oder sehe ich schlechter schon? Sie tippt, er liest, er tippt, sie liegt, dann treffen sie sich einmal im Monat und haben sich nichts mehr zu sagen. Warum verwahrst du deiner Sparte, so mit dem Auto später dann zur Arbeit fahren, Miete aus im eigenen Spießerhaus, Pseudofreude über 6 Wochen Urlaub? Warum lässt du dein Frühstück stehen? Wir werden noch die Buchen ernten lernen und Hagebutten gierig auch verwerten werden. Früher war alles besser. Was? Was war früher wirklich besser, dass das Wenige, was wir im Winter zu essen hatten, bio war und auch vegan? Dass das Wenige, was wir wussten, in Büchern stand, dass wir noch keinen McDonald's hatten, in dem man ein Attentat hätte verüben können. Was ist denn wirklich schlecht im Jetzt? Probleme sind es nicht, die gab es immer schon. Nur vergisst man sie zu schnell. Gleichgültiger und gewinnsüchtiger und karrierewahnsinniger sind wir geworden und so langweilig. Du schätzt nicht, was du hast und willst es auch nicht besser. Und diese deine Angst, du fragst, wird es noch schlechter? Die zweite U-Bahn rollte den U-Bahnhof ein und reißt mich aus den Gedanken. Ein warmer, staubiger, muffiger Wind weht um deine Wangen. Es ist deine U-Bahn. Du fährst nach Süden, ich muss nach Norden. Es ist 6.30 Uhr. Und mir reicht's. Irgendwann muss dieser Cut doch kommen, sonst bist du bald schon alt. Du kannst morgen tot sein, ich übermorgen. Und wenn's erst in 30 Jahren ist. Ich packe dich und zerre dich an die Oberfläche der Erde. Wir wollen die Straßenseite wechseln. Die Ampel ist rot und wird nicht grün. Wir stehen hier schon seit Jahren. Ist das System defekt? Wir erreichen den Münchner Hauptbahnhof. Wir schaffen das. Nur wohin? Es ist überall zu rechtsseitig. Und auch zu kalt zur Zeit. Zu heiß in Afrika und auch zu weit. Doch sind wir zu zweit und nicht allein. Und Kasachstan und Mongolei sind unser Ziel. Wir sind nicht die Abspülreste im Gesellschaftssieb. Nutzt deine Zeit, ist nicht schon Krieg. Ich verpasse meine Haltestelle und schaff's nicht zeitig in die Abteilung. Dieses Kuckucksnest. Ich checke ein, ich bin wie immer viel zu spät. Man zahlt nach Zeit und nicht nach Leistung hier. Der Computer wacht aus dem Schlafmodus und wechselt in den Energiesparmodus. Gehe ich der Zeit voran oder ist es sie, die flugs vergeht? Ich sehe auf die Uhr und tröst mich mit dem Stundenlohn. Es ist 5:12 nun schon. Du Esel, so läuft der Laden. So versteh's und heute zum Mittag? Heute zum Mittag gibt es Leberkäse. Und draußen ist schon wieder schwarze Nacht. Ich bin 72 Jahre alt und habe Winter und Sommer durchs Bürofenster vergehen sehen.
Heute Nachmittag kommt der Tod vorbei auf Kuchen und Kaffee. Der Smog hängt in den Fugen der vielen Fenster ohne Fensterrahmen, aber Scherben bringen Glück. Vertrocknete Naturgewächse im Beton, die Toten warten und warnen im Hohn. Endlich, endlich Feuerabend.